Ich bin unterwegs auf Land, See und in der Luft bei Heroes of Land, Air and Sea aus dem Hause Gamelin Games. Und wir spielen hier das Solo-Szenario. Wir schlagen uns da. Dieser Teil hier ist noch relativ bedeckt und zurück. Aber ich denke, ich gebe jetzt richtig Gas. So, was macht er? Er rekrutiert. Okay, wir wissen, ein Air-Vessel hat er schon, ein Sea-Vessel hat er noch nicht. Er hat wieder nichts. Das heißt, für ihn wird hier wieder nichts übrig bleiben, außer den Kanonier hier jetzt zwei in diese Richtung zu ziehen. Ja, und damit kommen wir zum nächsten Kampf. Das ist natürlich blöd. Wobei eins, und dann würde er theoretisch sogar hierhin, weil das ein Air-Vessel ist, und da fällt mir gerade ein, eins, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber er wird hier diese Verbindung nehmen. Das muss ich einfach mal so sagen. Das ist wahrscheinlich das Nächste, was in diese Richtung geht. Und damit kommt es schon wieder zum nächsten Kampf. Das ist jetzt etwas schwieriger, weil das Air Vessel, das ist das hier, hat immerhin zwei Stärke, wie man hier sieht. Dann hat er selber nochmal vier Stärke, richtig viel. Und der eine Serf, der da drauf ist, hat noch eine Stärke. Das heißt, der hat insgesamt fünf Stärken vorweg. Sieben. Zwei plus vier sind sechs, plus den sind sieben Stärken. Zu eins, zwei, drei, die ich habe. Die sieben sind natürlich eine extrem heftige Nummer. Wie gesagt, ich habe nur drei. Gucken wir uns mal an, was ich machen kann. Als allererstes Mal habe ich hier einen Zauberspruch, ein Schild. Der würde mir When Defending, das tue ich ja, drei geben, bevor die Taktikkarten revealed sind. Kostet mich drei und gibt mir sogar einen Siegpunkt. Mache ich mal. Also, so habe ich auf jeden Fall schon mal den ersten Siegpunkt. Das heißt also, das Mana hier im Grunde in Siegpunkte eingetauscht. Und da ich ja diese Karten sowieso quasi immer wieder kriege, geht da jetzt nicht runter. Zack, hier auf sieben runter. Kriege ich so erstmal einen Punkt. Er kriegt natürlich auch einen Punkt für den Angriff. Darf ich nicht vergessen. Nee, kriegt er nicht, weil es eine Zufallsaktion war. Also kriegt er die doch nicht. So, dann, was haben wir jetzt für Taktikkarten? Gucken wir mal hier rein, was ich nehmen kann. Also, cannot be used, wenn ich only Serfs habe, nehmen wir also nicht. Was haben wir hier? Attacker only, bin ich nicht. Cannot win, will ich nicht. Ich spiele ja mit, sonst hätte ich ja den Zauber nicht gemacht. Fight ist langweilig. So, was haben wir hier jetzt? Bleiben hier drei über. Conscripts habe ich euch eben schon gezeigt, will ich deswegen wieder nicht machen. Haben wir noch Barricade und First Strike. Defenders only, aber auch nicht, wenn nur Serfs. Das heißt, es bleibt also nur First Strike über. Zwei dazu. Und wenn er ein Siege hat, nochmal drei. Außerdem gibt es zwei Punkte. Kostet aber nochmal vier. Das heißt, ich gehe hier runter auf drei, bin damit wirklich runter, habe aber zumindest zwei Punkte. Zwei dazu, das macht 1, 2, 3, 6, 7, 8. Normalerweise gewinnt man sowas wahrscheinlich nicht, aber er hat 7. Bei Gleichstand würde ich gewinnen. Schauen wir mal, was er hat hier. Er hat einen, aber Attacker First Strike wird hier ausgecancelt. Das heißt, meine Karte ist nichts wert. Schade. Damit habe ich ernsthaft verloren. Ja, und jetzt muss ich den Schaden aufteilen. Ich habe zwei natürliche Lebenspunkte, einen Schaden. Das heißt, einer stirbt wirklich. Der wird zurückgeschickt in ein nebenliegendes Land. Da ziehe ich mich hierhin zurück und werde dann diese hier revealen. Ja, er hat damit diese Ecke erobert. Das muss man ihm einfach lassen. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich viele Dinge gemacht. Was ist die oberste? Ein Brot. Okay, kann ich schon jetzt nicht mehr sehen. Und hier dieser Typ, der machte doch, glaube ich, ja, es ist das dritte Mal, dass der schon raus ist. Kostet mich, glaube ich, einen davon. Sonst müsste ich was abgeben. Wobei, ach nee, sonst verliere ich die Einheit. Das will ich natürlich nicht. Nichtsdestotrotz, das war ja seine Rekrut-Aktion. Die nutze ich auch. Zahle drei Brot, um mir zwei Leute wiederzuholen. Eigentlich bräuchte ich mal langsam Krieger, aber auf Krieger bin ich aktuell gar nicht so scharf. Ich habe ja was anderes im Kopf. Guck mal, eine Bildaktion ist hier raus. Das heißt, bauen könnte sogar noch drin sein. Eigentlich wollte ich marschieren hier jetzt und wieder um die Welt segeln, aber jetzt habe ich doch hier stark geblutet, oder?
Ich fühle mich jetzt, wenn ich mir das angucke, hier in meinen Gebieten relativ stark in den roten. Ich gehe also mal mit dem hier hin, nutze also da den Marschierbefehl. Da ende ich und bleibe da auch und gehe dann da rein und gucke mal, gibt mir ein Brot. Ja gut, das ist nicht so. Jetzt ist die Frage, möchte ich noch hier was machen oder ich könnte auch irgendetwas casten. Damit wird die Bewegung verlangsamt, insbesondere auf den, aber so richtig nicht. Aber es gibt immerhin 2 Punkte für die, aber ich habe gar keine 4. Hilft also nichts. Also werde ich den einsetzen, um nochmal zu marschieren. Und dann nehme ich entweder den, der hier auf dem Brett steht, brauche ich nicht, oder ich gehe weiter. Ich würde ja gerne noch in einen weiteren grünen. Kann ich nicht, aber der steht da oben so wirklich in Anführungsstrichen sinnlos rum. In Gelb will ich nicht. Rot wäre gut, da kriege ich aber immerhin keinen einzelnen Token mehr. Grün wäre wirklich mein Präferiertes. Das ist weg. Da unten kriege ich auch nichts mehr, was ich wirklich noch will. Bleibt also hier wirklich entweder dahin zu gehen, da kriege ich wirklich einen Token und vielleicht ist das sogar das Beste. Hier dahin gehen und dann kann der wirklich darauf. Und damit kriege ich einen grünen. Super, das lief doch ganz gut. So, das war auch erst die zweite Aktion. Bauen, ja. Also er möchte einen Turm bauen, wenn er denn kann. Ja, warum denn nicht? Das ist auch wieder hier, wie weit der entfernt ist. Der ist 1, 2, 3 entfernt, würde also 3 kosten. Schafft er. Baut hier einen Turm. Das ist natürlich jetzt eine fette Strecke einzunehmen. Wirklich ganz, ganz schwer einzunehmen. Was möchte ich bauen? Möchte ich auch einen Turm bauen? Oder möchte ich vielleicht mein Gebäude einfach ausbauen? Ich hätte 4, 4, 4. Das ist quasi genau der richtige Zeitpunkt, hier meinen Turm einfach hochzulegen. Da wird nicht lange überlegt. 4, 4, 4. Das ist, glaube ich, das Richtige hier, um da noch zu bauen. Ja, und dann habe ich sogar noch eine Sache, die ich machen kann. Casten einen Spell kann ich nicht machen. Das Einzige, was ich hier wirklich machen kann, ist, glaube ich, Taxation. Das ist das Einzige, was noch sinnvoll ist. Wie gesagt, auf der rechten Seite kann ich nicht mal. Research will ich nicht. Das heißt, ich kriege hier leider wieder davon 3, 4, davon 3 oder davon 2. Ja. Essen kriege ich gleich wirklich relativ viel wegen dieses Turmes. Ich nehme mir einfach hier vielleicht mal 3 dieses Metalls hier. Dann bin ich auf 5 und damit ist es fertig. Und seine letzte Aktion wird sein Taxation auch. Ja, damit kriegt er 4 Essen, ist immerhin etwas und kann hier auch wieder Leute ausheben. Ja, schade, hätte ich mal im Endlass machen sollen. So, Ende der Runde, die Sachen kommen wieder runter. Ich habe keinen Zauberspruch mehr, das heißt, ich kann wirklich den einnehmen. Ab jetzt darf ich aber 2, weil ich Level 2 bin. Was kriege ich denn? Ich kriege einen grünen, zweiten grünen, dritten grünen, vierten grünen. Immerhin 4 schon mal auf grün, das ist schon mal was. Dann 1, 2 gelbe, 3, 4, 5, 6, 7 gelbe. Das heißt, der ist sogar schon wieder am Anschlag und rote 1, 2, 3, 4. Immerhin 4 rote auch. Und damit bin ich auch schon wieder bei 9. Und damit bin ich in einem ganz guten Bereich. Und es kann wieder losgehen. Dieses hier gilt es noch abzuräumen. Und natürlich ist er wieder dran mit der ersten Aktion. Attack. Oh mein Gott. Das ist der erste. Das ist wieder hier dieses große Monster. Und ich glaube, er greift da an. So, das Ganze ist recht unangenehm. Nicht nur, dass er einen Siegpunkt kriegt, er geht auch zur schwächsten Armee. Und ich habe gesehen, hierüber ist in 2 Schritten entfernt die schwächste Armee. Also wirklich sehr unangenehm und er kriegt natürlich den Siegpunkt dafür. Nichtsdestotrotz habe ich wieder mal ein Ass im Ärmel. Bevor ich dran bin, kann ich hier für 4 und 2 Siegpunkte eine seiner Serfs, die er dabei hat, in eine meiner umwandeln. Das ist doch schön. Ich nehme den hier und schwupp. Und der geht zurück zu seinem Supply. Das macht schon etwas besser, aber trotzdem hat er immer noch 4, 5, 6 gegen 2. Tendenziell habe ich keine Chance, habe aber immerhin schon mal 2 Siegpunkte davon getragen. Das ist ja schon mal was. So, jetzt gucken wir mal. Grün habe ich nicht mehr zum Sprechen. Gelb hätte ich noch jede Menge. Bringt nichts, den einen daran zu ziehen. Ist umsonst. Rückzug, gibt mir 2 Minuspunkte, will ich nicht. Den Siege Attacker Only kann ich nicht. Defender Only,
aber nur, wenn nicht alle Dings drin sind. Und hier ebenfalls, das heißt, das Einzige, was ich spielen kann, ist der hier Fight. Damit gewinne ich natürlich nicht. Ist ja klar. Er dreht irgendwas um, nämlich das, kriegt nochmal 4 extra Punkte. 2 Schaden nehme ich, das heißt, einer geht wieder in einen der angrenzenden hier. Der ist gestorben, aber immerhin. Damit komme ich hier hin, kriege ich einen roten oder einen gelben. Kann ich nicht mehr. Und was kriege ich hier? Oh, ich glaube, das ist 3 Ressourcen meiner Wahl. Da muss ich mal eben gucken. So ein unterirdischer Stollen hier. Ja, 3 Ressourcen meiner Wahl. Ja, das ist natürlich einfach. Die anderen sind nämlich schon am Anschlag. Das Ganze war nur Attacken. Dem kann ich natürlich nicht folgen. Ich bin jetzt vollgesogen mit Ressourcen. Ich bräuchte eigentlich auch noch das. Hat er schon Taxation gehabt? Ich glaube, da ist nur einer drin, wenn ich das richtig weiß. Tax war da. Das heißt, das Folgen auf Tax ist vielleicht nicht mehr gut. Aber wenn ich den hochkriege, dann komme ich hier auf 7 und könnte meinen Turm auf Stufe 3 aufbauen. Das ist dann schon richtig fett. Und kann ich hier auch deutlich mehr Spells haben. Bringt auch viel. Oh, ja, ich würde sagen, das mache ich mal. Meine erste geht hier auf Taxation. Ich nehme hier diese 4. Zack. Und gucken wir mal. Vielleicht kann ich dann ja bauen. So, seine zweite Aktion wird sein, rekrutieren. So, was hat er denn? Also den Air-Wessel, den Sea-Wessel würde er am allerliebsten rekrutieren. Hat er das nicht für, geht nicht. Dann einen Krieger, der kostet 2 Essen. Das heißt, er rekrutiert einen Krieger da in der Heimat-Area. Könnte ich auch dort in den Courtyard stellen, will ich nicht. Darf ich natürlich folgen, sollte ich machen. Ich habe nur noch einen davon. Das heißt, entweder ich nehme jetzt auch den Helden oder ich baue dieses hier. Aber ich muss ja hier jetzt einen Warrior nehmen, weil ich im Endeffekt ja das andere brauche, um gleich zu bauen. So, jetzt meine Aktion. So, ich marschiere, habe ich mir vorgenommen. Und zwar nehme ich dafür nur meinen Krieger, weiß ich noch nicht. Als allererstes marschiere ich mal mit dem dahin. Hier bin ich schön im grünen Saftigen, kriege da noch was, aha. Und die einzigen, die hier schon quasi fast voll sind, also das war eher sinnlos. Das Marschieren war vielleicht sinnlos. Nichtsdestotrotz, ich könnte ja jetzt hier noch einen mastern und nochmal den marschieren lassen, um die nächste Region zu nehmen. Diese hier ist quasi schon befreit. Da würde ich noch was kriegen, aber das ist das Einzige, was ich nicht brauche, so richtig. Rot brauche ich auch nicht, habe ich schon so viel, aber wenn ich gleich 7-7 nehme, außerdem will ich ja auch mal irgendwann weiter und da oben vielleicht rein. Oh, schwierig. Er greift ja immer nur den Schwächsten an. Der Schwächste wäre da. Ich. Nee, die. Ja. Wirklich schwer zu sagen, was ich will. Nee, ich stelle mich einfach da rein. Oder ich bewege mich noch einmal mit den Leuten. Oder da oben. Nee. Nee, weißt du was? Ich bewege mich hier 1, 2 und dann versuche ich da nachher rüber. Nee, der beendet ja die Bewegung hier, der Turm. Ach, weißt du was? Ich bleib hier und... Nee, ich bleib hier. So, Ende der Diskussion. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hätte auch da rein... Och, viel zu kompliziert alles. So, ich habe jetzt das gemacht. Manchmal muss man sich auch entscheiden. So, er hat jetzt nur noch einen, den er hier ziehen kann. Und damit habe ich jetzt hier 6 Karten. Wenn man mal guckt, darunter sind 1, 2 Bild und eine Research da. Das heißt, die Chance sind 50%, dass ich eine Aktion nehmen kann, um zu folgen. Das ist auch der Grund, warum ich da nicht reingegangen bin. Denn Bild wäre das Beste für mich. Damit kann ich ja richtig fett bauen. Mal gucken. Und es ist in der Tat Bild. Wow. Er hat nichts. Das heißt hier, seine Armee, das ist der Marodeur, geht wieder in diese Richtung hier. Dahin, er würde verlieren. Das heißt, er bleibt da wirklich stehen und macht nichts. Eigentlich schade, weil sonst würde er sich bewegen. Und bauen kann er auch nicht. Aber ich möchte bauen. Die einzige Frage ist, möchte ich jetzt 5 Siegpunkte hier bauen? Oder einen Turm, der nur 4 Siegpunkte bringt? Aber... natürlich eine tolle Verteidigung und vor allen Dingen auch ein tolles Einkommen da bringen würde.
Hätte, hätte, Herrentoilette. Außerdem eine Endsiegbedingung ist. Und deswegen bauen wir mal einen Turm. 1, 2, 3, 4 kostet mich 4 in der Verteidigung. Also hier 4, zack. Und damit habe ich dort einen Turm gebaut. Hier durchaus eine Sache, die ich machen kann. Ja, natürlich kann man, muss sie aber nicht. Damit haben wir auch schon die Runde wieder beendet. Das heißt, alles kommt zurück. Ich kriege wieder eine Karte. Ich komme da im Moment nicht auf den grünen Zweig. Den brauche ich gar nicht gucken. Da kriege ich bestimmt auch 3 von. Grüne 1 da oben genug. Und rote 1, 2, Region 3, 4. Das heißt, hier gehe ich auch hoch und habe damit alles auf 10. Gute Voraussetzung, oder? Die erste Aktion, die er machen möchte, schon wieder Bild. Ja, das kennen wir ja schon. Damit rollt aber schon wieder dieser 2 in die Richtung. Der kann mich nicht erreichen, ein Glück. 1, 2, der geht dahin, kriegt aber hier wieder 3 Punkte. Das ist natürlich fett. So kriegt er jede Menge Punkte und steht mir vor der Haustür. Ich will aber bauen alles runter auf 3 und damit baue ich meinen Turm aus hier auf Runde 3. Ich hätte fast auch lieber den Turm gebaut, weil dann hättet ihr gesehen, wie das Spiel endet. Aber das zögern wir noch eine Runde heraus. Jetzt bin ich auch schon wieder dran und jetzt kann ich natürlich marschieren, rekrutieren, alles das, was ich möchte. Die Frage ist, was will ich? Vielleicht noch mehr dieser Tokens nehmen? Eine Möglichkeit ist das. Auch wenn es vielleicht Schwachsinn ist, ich nehme mal die Research-Aktion. Damit darf ich 3 nehmen, eine behalten. Da könnt ihr mal sehen, was da so Lustiges drin ist. Ein Erdbeben, damit kann ich Armeen von ihm zerstören. Rift. 2 Dinger nehmen und Golem. Ha, Bau, 2 Bauaktionen, geil. Super, den nehme ich und baue den auch sofort ein. Das ist ja mein Special, den ich hier machen kann. Hier darf ich das machen und sofort einsetzen. Gibt nur einen Siegpunkt erstmal nur. Ich dürfte sogar noch eine weitere, aber das war es, glaube ich, wert. Und dann kann ich nächste Runde wirklich casten, denn ich habe ja, ach nee, jetzt habe ich nicht genug. Schade, diese Runde habe ich nicht mehr genug. Aber vielleicht, ich habe hier ja noch, naja, egal. Das war meine Aktion. Was kann er machen? Er hat Taxation, wunderbar, ganz einfach. 4 rote. Hier habt ihr es gesehen. Das heißt, er kriegt hier wieder 4. Die nehme ich mir auch, weil die kann ich auch gebrauchen und bin dann erstmal bei 7. Jetzt habe ich noch genau 2 Aktionen. Leider hätte ich natürlich hier viel lieber das Grüne gehabt, aber das ist auch egal. Ich kann auch rekrutieren, weil ich noch ein bisschen was habe. Ich kann auch casten. Hier habe ich nämlich zum Beispiel ein Collect All. May cast up to 2 spells with 1 cast action. Das wäre es. Aber ich kann mir die 4 nicht erlauben. Die Golem wäre doppeltes Bauen. Vielleicht caste ich die. You may. Also, ich tue den hier auf Cast. Das heißt, ich spreche den. Kostet mich 3 Zauber. Gibt mir aber einen Siegpunkt hier. Und jetzt darf ich 2 Bauaktionen machen. Meiner Wahl. So, die erste ist einen Tower bauen. Dann schaffe ich es nämlich doch noch zu beenden. Ich bin schon auf dem Kontinent, auf dem. Und jetzt kann ich noch hier bauen oder da. Da die Entfernung wirklich für die Siegpunkte nachher spricht, wäre es fast das Beste da zu machen. 1, 2, 3, 4 würde mich das kosten. Und dann noch für die anderen 3 könnte ich noch genau ein einziges Gebäude bauen. Das wäre durchaus etwas, das würde sich anbieten. Also hierhin den Turm bringt 4. Zack. Und dann noch wirklich hier genau eine einzige Aktion, die ich habe. Ich habe auch noch hier ein Surf, den ich nehmen kann. Das heißt, ich kann hier auch noch etwas bauen, da das ja auch immer so ein Gebäude immerhin einer ist, den ich machen kann. Und dann auch noch die Armee herbeiholen. Sollte ich da vielleicht sogar hier einfach nochmal 3 hinstellen. Damit kriegen meine Warrior einen extra und ich bin auf 0 runter. Hat sich vielleicht gelohnt. Oder? Weiß man nicht.
War auf jeden Fall eine tolle Cast-Aktion. So, und das Letzte, was er macht, ist diese hier, Research. Er muss wieder Geld zahlen. 3 hat er nicht. Das heißt, er muss die Ausweichaktion nehmen und hier 2 gehen mit der Figur. Ja, und damit geht die dahin. Weil im Uhrzeigersinn, seht ihr schon, geht sie dahin. Sie greift natürlich nicht an, weil sie auch schwächer ist. Ende der Runde. Die Jungs und Mädchen kommen hier zurück. Viel entscheidender ist natürlich die Einnahmesituation hier. 2, 4, 5, 6, 7, 8 Grüne, 9, 10 Grüne, fette Tasche, Bom, Gelbe, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gelbe, holla die Waldfee, ebenfalls oben und 1, 2, 3, nur 3 Rote, hui, nee, 1 für die Region, 2 für die Region und 3 für den Arbeiter, nur 3 Rote, das ist nicht so viel. Aber gut, okay, hat sich natürlich alles in allem trotzdem vielleicht rentiert. Der wird umgedreht, einen neuen Spruch nehme ich. Diese hier kommen auf den Ablagestapel und wir beginnen direkt die garantiert letzte Runde. Denn ich habe meine 3 Tower gebaut und damit spielen wir noch genau eine einzige Runde. Ich muss mal eben nachlesen, ob das in der Solo-Variante auch so ist. Und es ist genauso wie in der normalen Variante, dann spielen wir es natürlich auch so. Rekrutieren, aha, das Luftschiff haben wir drin, das Sea Vessel. Was kostet das? 2 und 2, 2 und 2. Das kann ich mir jetzt erlauben, das heißt, die Barge kommt hier rein. So, auch ich kann natürlich folgen beim Rekrutieren und soll das machen, weil jeder dieser Jungs hier 2 Siegpunkte wert ist. Und diese hier, die Sorceress, kostet hier von 3 und davon 2, die ist also quasi wirklich eigentlich ja geschenkt. Das ist diese hier, die kommt hier mal hin. Natürlich steht die eigentlich da, aber weil es besser aussieht, stelle ich sie hier auf den Turm rauf. Das war seine Aktion, die kann ich nicht mehr nehmen. Jetzt sollte man eigentlich noch mal sich bewegen, weil jede Region, die man zum Schluss kontrolliert, ist auch noch mal was wert. In diesem Fall sogar Siegpunkte für jede Forest-Region, die ich kontrollieren kann. Da hinten gibt es noch eine, da noch eine, hier habe ich mich schon ausgebreitet, die kriege ich wohl nicht mehr. Aber ich habe eigentlich nichts, was ich rausschicken kann. Na klar, meine Sorceress, warum nicht? Die kann auch immerhin 2 sich bewegen. Die könnte also zumindest bis zu dem Punkt gehen. Und darum machen wir mal eine March-Aktion mit der Sorceress bis hierhin. Da endet sie. Ich nehme meinen Trottel nicht mit, kriege noch 2 Ressourcen. Das ist nicht so wirklich wahnsinnig interessant, aber das war's. Jetzt kann ich noch sehen, ob ich das mastern will, will ich aber nicht. So, eine Karte nur noch, das heißt, diese hier werden wieder gemischt. Das schaffe ich ja mit einer Hand nicht, deswegen machen wir es noch. Und dann haben wir noch 2 Aktionen, die er spielt und ich noch eine. So, was hat er? Attackieren. Ja, das ist die Priesterin, die steht zu Hause, hat noch einen Krieger dabei. Das heißt, es sind 5, 3... plus 2 sind 5 Stärke, sogar noch eine Barke dabei. Das heißt, ich könnte wirklich 1, 2, aber der Turm hat eine Verteidigungsstärke von 3, plus das, was da steht, sind nochmal 6. Das schaffe ich aber, glaube ich. Das heißt, da müssen wir mal eben gucken. Ja, ich glaube, das klappt. Also, die Barke hat eine 3, die Priesterin 3 und der Typ hier 2, das heißt 8. Wenn die jetzt an Bord gehen und 1, 2, dann habe ich hier die Verteidigung 3. 4, 5, 6, 7 ist die Basisstärke und damit greift er wirklich an. 8 zu 7. Noch einmal ein Kampf. Als allererstes kriegt er wieder einen Siegpunkt. So, ich möchte jetzt natürlich das Ding halten. Mein Turm darf nicht fallen. Das ist ganz schlimm. Also, er hat 8, habe ich gesagt, und ich habe 7. Das heißt, Fight ist keine Option. Charge. Ich habe nicht nur Serfs drin, ich habe auch einen Krieger drin. Würde also gehen und bringt viele Siegpunkte. Barricade könnte ich auch machen. Was haben wir noch? Siege. Kann nur der Attacker machen. Cannot win. Will ich auch nicht. Damit kann ich Leute vom Kontinent herbeiziehen. Will ich auch nicht. Und für Strike. Ja. Also. Eine dieser 3 wird es werden. Was habe ich denn? Ich habe relativ viel Zauberkraft. Ich möchte auf jeden Fall noch bauen und vielleicht noch zaubern.
Charge gibt aber 3 Siegpunkte hier, wer sich das anguckt. Das ist natürlich fett. Und die sind garantiert. Also komm, was soll's. Charge kostet mich hier runter auf 2. Es ist einfach das Fetteste, was man machen kann. Und damit habe ich 5 dazu. 5 plus 3 sind 8, 9, 10, 11, 12. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob ich übrigens irgendwelche Zaubersprüche habe, die Combat sind. Sind aber beides nur Cast, helfen also nicht. 12. Er hatte 8. Was kriegt er dazu? Er cancelt nicht. Einen nur. 9. Uiuiui. Und damit verliert er. Tja. Ich habe meine 3 hier nicht genommen, meine 3 Siegpunkte dafür. Er wird zurückgeschickt und jetzt zerstören wir hier so einiges. Die natürliche Kampfstärke ist ja 8 von ihm. Er hat nichts extra. Das heißt, ihn werden wir wirklich... Hier, der geht weg und auch die Bar geht weg. Und die kommt zurück. So, weg damit und auch weg damit. Das lief ja ganz gut. So, dann... Eigentlich wollte ich casten, das kann ich mir jetzt an den Hut stecken, weil das bringt nichts mehr. Bauen will ich vielleicht noch researchen. Ich könnte noch eine hier in den Slot bringen. Das ist das Einzige, was ich noch machen kann mit Research. Aber es gibt immerhin noch einen Punkt. Besser als nichts. Oder ich bewege mich nochmal. Damit könnte ich noch ein weiteres Land einnehmen. Ich könnte nämlich hier zum Beispiel rüber und da noch was nehmen. Ja, ja, ja. Oder ich gehe da oben 3, aber da kann, ich habe nichts, was sich 3. Doch, der Warrior kann sich 3 bewegen. Dass er nochmal attackiert, hoffe ich mal nicht. Jedenfalls ist das so. Das heißt, ich nehme nochmal die March-Aktion und begebe mich 1, 2, 3. Dann, denn der hier bringt am Ende nochmal richtig Punkte für mich. Aber nur, weil ich es bin, ja. Und dann die letzte Aktion von ihm. Build, okay. Er baut nochmal einen Turm. Er hat nur 2. Er müsste in dieser Region bauen. Da kann er nicht mehr bauen, das ist zu teuer. Ein Air-Vessel kann er, glaube ich, auch nicht bauen, weil er es drin hat. Und dann ein Sea-Vessel. Wo ist denn das Sea-Vessel? Und das kostet 2 und 2. Auch das kann er nicht machen. Wenn er nichts macht, kennen wir schon Ausweichaktion. Mit diesem hier 2 in die Richtung gehen. 1, 2. Das heißt, er kriegt nochmal hier diese 2. Das sind immerhin 2 Siegpunkte für ihn. Ja, und ich kann nochmal bauen für 4. Das ist das Letzte, was ich machen kann, wenn ich folge. Wenn ich folge, kriege ich keinen mehr hin. Ich kann auch keine Türme mehr machen. Das heißt also, das aufzuheben, war wirklich selten dämlich. Danke, Nils. So kann man es verpatzen. Ja, folgen kann ich nicht. Ist halt doof gemacht. Weil ich ja diesen hier dafür brauche, um das zu machen und auch da zu folgen. Und damit ist dann auch das Spiel zu Ende. Jetzt werden die Siegpunkte ausgezählt. Und da seid nochmal gespannt, wie das so geht. Als allererstes gibt es für alle Einheiten und alle Vessels Punkte. Das heißt also, hier muss man genau gucken. Diese hier haben keine extra Punkte. Der Griffin hat aber 2 extra Punkte. Er hat hier nur den Griffin, das heißt, er kriegt 2. Ich habe das nicht. Ich habe hier... Eine Sorceress, weiß ich. Und eventuell Kämpfer, die bringen hier einen, wissen wir. Das heißt, 1, die Sorceress bringt 2, macht 3. Noch ein Kämpfer, 4, 5 für die Kämpfer. Also, das heißt hier schon mal 17. Das hat schon mal ein wenig was gebracht. Für die Gebäude, da kriege ich je einen Siegpunkt, also 2. Er kriegt das nicht, aber er kriegt das hier. Er kriegt immerhin 3 Siegpunkte dort nochmal. 21 hat er schon. So, dann für jeden Turm, den wir gebaut haben, Entfernung zählt er. 1, 2, 3, 4, 5 Siegpunkte für ihn insgesamt und für mich. 1, 2, dann 1, 2, 3, 4. Sind 6 und dann 1, 2, 3, 4 sind 10. Das ist natürlich schon ganz gut. 29 Punkte, die ich da gemacht hatte mit den Türmen. Dann der Final Capital Level, da habe ich 10. Das bringt relativ viel. Das ist bei ihm, glaube ich, diese Region hier. Dann gibt es noch für aufgeschriebene Sprüche, das sind nochmal 2. Und dann für Regionen, die ich beherrsche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, weil ich
Regionen ab. Und ihr seht schon, jetzt habe ich schon locker gewonnen, bin schon bei 54. Er hat 1, 2 Regionen. Er braucht da jetzt gar nicht mehr um den Krieg mitspielen. Hier, das habe ich schon reingemacht, diese Sache, die ich da als extra habe. Ja, und dann würde es noch bei den Exploration Tokens eventuell was geben. Die haben wir ihm während des Spiels gegeben und demzufolge kriegt er hier nichts mehr extra. Und damit habe ich, denke ich, klar, Heroes of Land, Air und Sea gewonnen. Das war eine komplette Solo-Partie von Heroes of Land, Air und Sea aus dem Hause Gamelin Games. Mein Name ist Nils, so wird das Brettspiel durchgespielt. Ja, und wir sehen uns morgen wieder zum finalen Fazit dazu. Bis dahin, alles Gute, euer Nils. Tschüss.